So, herzlich willkommen zu einer neuen Hand-Showdown-Folge. Und genau. Wo gehst du hin? Was? Ich wollte weg von dir. Ich habe Angst vor dir. So, wo gehen wir hin? Also. Zu Devon Trash. Also, es ist nur der Assassine alleine. Das ist echt. Ja, da müssen wir halt. Blöd. Ja, da, eigentlich muss man da immer ein bisschen anders spielen. Ja, da musst du extrem anders spielen. Also eigentlich müssen wir so zwei Hinweise suchen. Oh, was liegt da so? Was ist da so hell? Ist das bei dir auch? Lol. Sehen die bei dir auch so komisch aus? Nee, ich möchte das echt nicht offen so oft umstehen. Nee, ohne Scheiß jetzt. Es sind bei dir hier drei... lol. Waren die bei dir nicht da? Doch, da waren irgendwelche Leichen, aber ich habe das nicht. Bei mir sind die einfach nur lila. Das sind so. Ja, so computeranimierte Leichen gewesen. Ja. Lol. Wollen wir da durch? Ich meine nicht, warum ist hier ein Hinweis, den du nicht warum können wir den Hinweis nicht benutzen? Wieso, ich habe ihn doch aufgenommen. Was hast du? Aber bei mir ist die Ach, jetzt ist er verkleinert. Irgendwie war es bei mir gerade nicht verkleinert. Gehen wir auf 0 Grad da so hin? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Besser ist. Hast du das Tor hier aufgemacht? Nee, aber ich glaube, die haben das irgendwie auch eingeführt, dass jetzt man. Finde ich aber schade oder schlecht. Weil ich finde, das war so ein geiles Feature, wo du immer, also wo du drauf achten konntest, ob da jemand ist oder nicht. Das stimmt. Weiß nicht, jetzt haben wir beide Fernkampfwaffen, also wenn wir jetzt irgendwie da jetzt. Hast du auch eine Fernkampf oder was? Ich habe ja jetzt die Nebel. Ach so. Also aber wir haben jetzt zwei gute Gewehre, die auch, sagen wir, im Nahkampf Schaden machen können. Natürlich nicht so gut wie Schrotflinten, aber gute Allrounder, würde ich mal sagen. Ja, die haben wir bei der letzten Runde abgestaubt. Müsste eigentlich auch letzte Folge gewesen sein, falls ihr geguckt habt. Falls nicht, geht zurück. Das war eine coole Runde. Ja, die war echt geil. Die haben wir. War. Spawn, nein. Oh, hier schon wieder. Vögel, ja. Vögel. Oh ja, oh ja. Oh, das hat man gerade richtig schön gesehen. Also, die sind aber ganz nah. Hier sind so viele Büsche und sowas. Also, die sind bei dem Hinweis 100 Pro. Okay, ja. Boah, shit. Ist der Hinweis da oben? Nein. Oh, nee. Der Hinweis ist da. Da ist eine Frau. Pass ganz genau auf. Rechts. Nicht. Vögel. Siehst du sie? Auf 45. Ich höre Schritte. Direkt neben mir. Vorsicht. Ich weiß nicht, soll ich schießen? Oh, ich sehe sie. Wo? Tot, er ist tot. Wo ist der andere? Weiß nicht, keine Ahnung. Wo war das denn? Moment, ich pinge gleich. Ach ja, pingen kann man jetzt auch. Okay. Ich höre Schritte. Aber die warte, wir dürfen nicht in die gleiche Richtung schauen. Warte, ich schau. Kannst du mal kurz in die gleiche Richtung schauen? Oh, ich sehe ihn. Ich habe Schatten gesehen. Oder war das ein Monster? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ein bisschen Angst um nach hinten, weil da auch Vögel weggelaufen sind. Wir müssen die Leiche ein bisschen beobachten. Fuck. Nee, ich komme nicht weit genug zum Werfen. Leiche beobachten, habe ich gesagt. Aber da ist ein Fetter. Die Leiche siehst du auch nicht, oder? Doch, die Leiche sehe ich. Ah ja. Die liegt zum Glück relativ offen da. Ah, da fettet er der Neff gerade ein bisschen. Obwohl, der ist eigentlich ganz gut. Oh, Alter, ich glaube, das allererste Mal, dass wir die Vögel effektiv genutzt haben jetzt. Naja, ich hab die schon öfter genutzt. Gut, aber das erste Mal, dass wir dadurch jemanden gekillt haben. Ja, das schon, ja. Dass wir informiert waren, dass da wirklich jemand war.
Da ist der fette Klops. Das Gute ist, dass hier Büsche sind, also das ist ganz gut versteckt eigentlich. Ich höre Glas. Aber könnte auch ein Monster sein. Ja. Wir müssen echt die Leiche ein bisschen beobachten, nicht, dass er den wiederbelebt. Ja, ich schaue immer ein bisschen hin. Okay. Ah, okay, ich wollte gerade fragen, war er vielleicht allein? Weißt du, wo die Schüsse herkommen? Das war gerade so eine Feuerfalle da. Also die waren direkt vor uns, die Schüsse, so 15, 30 Grad angegangen. Moment! Hm? Ist da der Meuchler? Ich habe gerade so komische Geräusche gehört. Sag mir jetzt ja nicht, dass er da irgendwie unter uns ist. Das war lustig. Wo ist denn der Hinweis? Da vorne. Ah. Doch, da ist der Meuchler. Echt? Die kämpfen gerade gegen den Typen. Gott. Oder? Weil sonst würden sie ja nicht Ketten, Fächern machen und so. Das ist doch kein Fächern gewesen. Nicht? Nee, das war kein Fächern. Aber wir müssen jetzt mal was machen, ohne Witz. Also theoretisch läuft es gerade richtig gut. Wir haben gerade jemanden gekillt und der Meuchler ist anscheinend direkt bei uns. Also wir haben gerade echt Glück. Ja, aber so Meuchler direkt bei uns, das ist auch so eine Sache. Ich will lieber... Vor allem hier kämpfen wir nicht gern. Generell eigentlich. Ja. Aber ich frage mich gerade, ob ich schnell vorlaufen soll, bis hin zum Verbrennen, ob wir dann hören, ob er alleine war. Da ist aber alles so ein bisschen free, ja, das ist mein Problem. Das ist Fächern, Alter. Es könnte auch sein, dass er auch die Leiche beobachtet. Weißt du, so dass er... Der ist echt bei uns, der Heuchler. Alter, ich trau mich ein bisschen nach vorne, okay? Okay, da ist nochmal so ein fettes Viech. Ah, das ist irgendwie... Kommen wir da echt nicht hin zum Werfen? Moment, ich probier's nochmal, würdest du mich? Oh fuck, nee, ich komm. Nee, krass, der ist echt der Bums. Boah, Alter. Jetzt bräuchten wir diesen Perk mit Werfer. Oh. Hab ich den getroffen? Ja. Ja. War der alleine? Aber er stimmt nicht, oder? Oh. Wie viel Pech haben wir eigentlich? Oder? Ja. Was heißt Pech? Hinter dir war... Hä, wo ist der hin? Doch, ich wollte gerade sagen, du springst einfach drüber. Der war, ist ja wirklich bei uns. Ja, sag ich mal. Not good. Not good. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Gut, da hören auch nochmal andere. Also, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, runterzugehen, weil es werden hundertprozentig Jäger nachkommen, die noch nicht hier sind. Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob wir hier verschanzen und warten, bis die anderen kommen. Ja, ich überlege echt hier zu bleiben, weil hier ist eigentlich eine relativ geile Posi. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt runtergehen, kommen es wieder von hinten die anderen. Ja, ich habe gerade die anderen Schüsse gehört, also. Wo ist denn der nächste Ausgang? Ah, da lang. Es geht eigentlich. Warum rennt der raus? Warum rennt es so effektiv raus? Gute Frage. Wieso ist der so? Das ist Fächern aber doch nicht. Das ist ewig zu weit weg. Das ist jetzt weit weg gewesen. Ich höre Schritt, glaube ich mal. Ja. Die wollen, glaube ich, nach unten. Könnten sie jetzt überraschen, theoretisch. Von wo? Wo sind die Schritte? Scheiße, ich habe nicht getroffen. Wo waren die?
auch nicht getroffen. Schau mal ein bisschen hinter dir. Lol. Die kommen. Hab ihn einmal getroffen. Der ist um die Ecke. Er hat mich auch getroffen. Ich heil mich schnell. Gib mir Deckung. Sie ist tot? Ja, ich heil mich schnell. Ganz ruhig. Pass. Hast du Feuer? Kannst du den anzünden? Nein, ich hab den anderen schon angezündet, oder? Nee, halt. Ich hab den anderen angezündet. Ja. Beschütze mich kurz. Hey, da hinten liegt eine Leiche. Ja, das ist halt die von vorn. Nee. Achso. Nee. Ah, nee. Doch. Nee, ich bin. Hä? Doch. Hast du angezündet? Hast du erwischt? Ja. War der auch alleine? Warte, muss ich kurz nachladen. Ja, willst du mich langsam veräppeln? Warum sind. Oh, Entschuldigung. Maus verrutscht. Moment, da hinten ist noch einer. Wo? Ich seh den gar nicht. Ist der immer noch da? Oh, ich habe nur noch 6 Schuss. Ich seh den nicht. Ja, da ist der hinterm Baum wahrscheinlich jetzt. Bisschen immer rumgehen. Nicht, dass von irgendwo anders jetzt noch jemand hat. Habe ich mich getäuscht? Bin mir gar nicht sicher. Ah, der hat auch nicht einmal zurückgeschossen, oder? Doch, da war einer, glaube ich, zu sehen. Jetzt höre ich Glasscherben etc. Gut, also die Beute wurde noch nicht aufgenommen. Wird stark umkämpft. Die kämpfen, glaube ich, gar nicht mal da unten, ne? Ja, ich weiß nicht. Obwohl, dann hätten sie eigentlich schon geholt, oder? Alter, bin ich jetzt. Oder versteckt er sich jetzt so gut? Oder er ist irgendwo runter und weit weggelaufen. Weit außen rum. Dass wir ihn nicht sehen. Ah, die Büsche hier, die sind richtig geil, Alter. Ja. War da einer? Nee, das war wahrscheinlich nur ne Monsterli. Hm. Na gut, solange sie das ja nicht aufheben. Ja, und wenn müssen die rauskommen, nicht wir. Ich gehe da nicht runter. Das ist eigentlich unser Todesurteil, dass wir bald wieder runtergehen würden. Ja, beim Angreifen wir sind wir immer relativ scheiße. Erstmal angreifen sind wir kacke. Und zweitens und meistens bei sowas, bei wo es mit den Ruinen zu tun hat, das ist eigentlich immer so, dass wenn wir runtergehen, dass wir in den Rücken erschossen werden und eine andere Bande kommt. Ja, und Schrotflinten wären in dem Fall auch besser gewesen dann. Ja, oh. Aktuell bin ich ganz froh, diese Waffe zu haben. Ja, ich meine, mit Schrotflinten könnten wir runtergehen, aber mit denen nicht. Also der Typ beim Baum da. Also Richtung 240 sind Schüsse. Das ist Richtung Ausgang oder was? Da kommen Schüsse her, ja. Alter, die Pose hier ist richtig nice. Ja, die ist schon gut. Ich muss einmal niesen, Gottes Willen. Geht's mir gut. Gottes Willen, Entschuldigung. War das sehr laut jetzt? Nee, oder? Es ging. Ich hab mich extra weit weggedreht. Wenn jetzt wir angegriffen worden wären, das wäre hart gewesen. Vielleicht auch nicht mehr so krass rumrennen, weil dann trauen sich die unten vielleicht nicht hoch. Aber komisch, dass die nicht die Beute aufheben. Das vielleicht ist es wie letztens, wo es einfach eine ganze Zeit rumgewartet haben, auf einmal waren sie verschwunden. Stimmt, ja. Oh Gott, wenn sowas wieder passiert, ja. Nee, aber das sind. Also 140 Schüsse und dann hinter uns Richtung 0 Grad.
Aber ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass die unten warten auf Leute, die, weißt du, ja, klar, runterkommen. Dass die erstmal alle. Die pokern vielleicht damit, dass andere, die weiter weg waren, denken, dass alle tot sind, denkst du? Ja. Und dann runtergehen und die, während sie dort sind, wollen sie killen. Ich höre Glas und Scherben wieder. Ordentlich. Das sind aber langsame Schritte. Das muss das fette Viech, glaube ich, gewesen sein. Hoffe ich mal. Ja, das fette Viech ist dort. Aber ich habe eigentlich gedacht, der eine Jäger, den wir jetzt gerade eben gekillt haben, dass er eigentlich viel näher ist. Auf einmal war ganz. Ich bin mir nicht sicher, ob da vielleicht noch jemand war. Ja, aber die Geräusche waren relativ nah, als wäre Glück direkt hinter der Mauer. Aber was mich einfach auch so krass wundert, dass wir zwei gekillt haben, aber alle zwei auch angefackelt haben, aber die anscheinend alleine waren. Alle beide. Ja. War schon merkwürdig, oder? Ja. Warte, ich schau lieber nochmal. Also entweder waren die anderen zwei schon Toten, die haben sich vielleicht irgendwie so eine Bande, die sich schon gegenseitig gekriegt haben und sich gegenseitig gekillt haben, aber... Ja, das wäre schon ein großer Zufall, Alter. Das wäre heftig. Das kann so fast nicht sein. Och, du, was bei dem Spiel alles sein kann und was nicht. Nichts ist unmöglich, ja. Ich habe irgendeine tägliche Herausforderung abgeschlossen, sehe ich gerade. Ist aber nicht welche. Ich traue mich echt nicht. Betrete zweimal das Versteck-Key des Vertragsziels. Oh, okay. Verdammt. Fürs Abschließen müsste ich da jetzt runterlaufen. Naja, nee, mach ich jetzt nicht. Oder? Vielleicht mal kurz reinlaufen und wieder raus. Oh, riskant. Viel Spaß. Ich warte hier. Die Frage ist, ob es das auch zählt, wenn andere dann eigentlich schon davonlaufen mit der Beute. Wieso sind die anderen eigentlich noch so weit weg? Ich weiß es nicht. Kämpfen die gerade noch gegen andere Leute oder sowas? Weil mit Explosionen und sowas? Ja, ich verstehe das auch nicht so ganz, ey. Das ist ja wirklich weit weg, ne? Also die Schüsse sind schon... Lass da einmal eine gute Position und dann kämpft keiner mehr. Ich überlege gerade echt, ob wir was machen sollen, weil... Ja, ist halt mal wieder ein bisschen ungeduldig. Aber ist halt auch gerade nicht sehr sinnvoll, hier einfach rumzuwarten. Nee, jetzt. Überhaupt nicht. Weil anscheinend die anderen sind noch so weit weg. Theoretisch könnten wir es. Naja, aber die unten leben noch. Also da sind 100 pro zwei Leute noch. Ja, sicher sind da Leute drin. Ich hole mir nur die Beute von dem Typen. Der ist doch verbrannt. Nö, anscheinend nicht. Ich habe mir gerade die Beute holen können. Das stimmt, da hast du jetzt recht. Das beängstigt mich ein bisschen. Jetzt wäre es interessant, ob der andere... Dann habe ich den wohl nicht getroffen. Das ist nicht gut. Also den einen, den muss ich getroffen haben. Ja, aber da waren so viele Flammen, also der... Oder die haben das geändert, du kannst dir noch einen Nachbrennen looten. Ja. Nee, es gibt extra eine Fähigkeit, irgendwie, dass man noch verbrannte Leute irgendwie. Vielleicht habe ich die ja drin, ohne dass ich es weiß. Oder hast du jetzt auch looten können? Ich habe auch looten können. Komisch. Vielleicht war das gar nicht der, den wir gekillt haben. Was mich halt noch irritiert, ist der Typ, der hinten beim Baum war. Wieso ist er? Bist du sicher, dass da einer war? Ja, da hat sich was bewegt, Alter. Ja, guck. Das kann nicht. Ich hab's vorhin auch mal gedacht, du hast. Also, ich schau mir das Video danach nochmal an, das ob ich da jetzt nochmal was sehe, oder? Das wäre super interessant. Weil da ist auch ein Holzpfosten, der so ausschaut, als wäre das eine, wenn du ganz schnell hinguckst. Nee, der hat sich ja bewegt hin und her, also. Entschuldigung. Geiler Arsch, danke. Oh, ey, ganz ehrlich, warum kommt da gerade keiner? Das gibt's doch nicht. Oder ist jeder so geduldig? Jeder ist hier wahrscheinlich in der Nähe. Jeder hockt in einer anderen Ecke. Die unten warten, bis jemand runter. Gut, aber die Einschüsse, die waren weit weg. Also. Was mal cool wäre, eine Munitionskiste oder sowas für mich. Ich habe auch nur noch 5 Schuss. Aber beim nächsten Kampf könnte es eng werden. Ja. Wenn ich da nicht gleich mehr treffe. Vor allem, ich habe da nur eine Schallgedämpfte noch. Die macht Bull Damage. Oh Gott. Vor allem, eigentlich ist. Allgemein relativ geil hier auch, weil wenn irgendwie mal, weil hier sind zwei Fette und da ist noch so ein Gepanzerter und dann hört man, wenn einer von denen aufgeht, dann weiß man, dass jemand da ist. Ja. Gut, du könntest dir aber eine Waffe von der anderen holen, theoretisch.
Nee, ich möchte meine geile Waffe behalten. Die Label, die tue ich jetzt nicht ergeben. Ich glaube, 6 Schüsse von der sind immer noch effektiver wie 10 Schüsse von anderen. Boah, ich. Weil mit der kann man richtig gut zielen, finde ich, weil die wackelt irgendwie fast nicht rum irgendwie. Das ist richtig krass. Ja, meine Mossen. Na, ganz auch nicht. Das ist das Schöne. Oh Gott, ich. Das ist gerade so. Sollen wir jetzt geduldig bleiben oder sollen wir jetzt vorpreschen? Beziehungsweise lang. Es ist ein bisschen komisch, dass sich die anderen das noch nicht geholt haben. Also das ist jetzt leicht verwirrend. Das muss ist ich ganz nicht, das ist also letztes weil Mal, so lange aber würde man nicht warten. Also. Nee, vor allem oder man würde das doch auch holen, zu gucken, oder? Ob da ja wer ist. Aber 2 Teams sind anscheinend noch dran. Aber wieso die noch nicht längst da sind, das wundert mich jetzt einfach. Das ist das, was mich so normalerweise stutzig macht. Weil normalerweise läuft mir dann straight hin eigentlich. Das ist das, was mich so stutzig macht. Das ist das wirklich, was ich einfach nicht verstehe. Ja, darum traue ich mich nicht, weil irgendwie habe ich Angst, dass sie da irgendwie hinter einem Baum warten. Dann gehen wir jetzt raus und. Ja. Dass die genauso warten wie wir. Also unten warten welche, draußen warten wahrscheinlich welche. Das. Aber wenn du überlegst, wir haben jetzt 2 Kills gemacht. Theoretisch sind beide alleine gewesen. Dann sind wir, das sind 3 Teams. Eines ist vielleicht unten noch, das sind 4 Teams. Es gibt jetzt 6 Teams, glaube ich, insgesamt, ne? Also 2 Teams könnten noch in der Gegend rumlaufen. Hinter einem anderen Baum. So hat es sich ja auch angehört, irgendwie. Oder? Ja, das Komische ist halt, dass wir 2 Leute gekillt haben und beide waren aber irgendwie allein. Ich weiß nicht, ob einer von uns, sich trauen sollte, irgendwie mal ein bisschen die Gegend abzuchecken. Wie viele Schuss hast du noch? 5. Jawohl, ich habe 1 Schuss mehr. Oh, hätte ich halt jetzt Fächer, ne? Dann könnte ich mich sogar runtertrauen. Kettenrevolver mit Fächern. Vor allem, das ist auch noch das andere. Mit dem Gewehr will ich eigentlich nirgendwo runtergehen. Gut, aber irgendwie jetzt da. Jetzt nochmal 10 Minuten rumwarten. Jetzt, also, irgendwas sollte man. Ich pack hier rum! Nein! Oh Gott. Hä, was war das jetzt? Gut, warte, ich geh mal zur anderen Leiche und versuch's immer zu. Dann mach ich mal irgendwas. Ich geb das ist der fette Typ hier eigentlich. Ich geb dir ein bisschen Deckung. Also ich beobachte dich ein bisschen. Lol, hast du ihn auch noch nicht getroffen? Doch. Auch looten. Ehrlich? Hä? Da! Warte, ich das ist jetzt, hier ist genau das gleiche. So voll verbuggt bei mir. Die 3 Leichen, liegen hier 3 Leichen bei dir? Ja. Die sind bei ganz mir, die sind bei mir einfach nur lila. Mit Umrisse. Oh, na gut. Ja, dann ist es wahrscheinlich echt ein Fehler bei dir. So, oh, da wird's runtergehen. Scheiß Viecher. Merkwürdig, seit wann kann man verbrannte Leichen looten? Oder muss man die irgendwie instant? Da hinten wäre Muni. Wo? Oh, markier. Ah, perfekt. Achtung, das sind so Kleinviecher. Oh, hier könnte es runtergehen. Nein, tu mich nicht runter. Nein, nicht von der Kuh. Nein! Jetzt bin ich vergiftet. Du hast mich geblockt. Ja, ich bin auch schon weg. Nein, der rein. Da rennen beide fetten Viecher laufen jetzt zu uns. Lauf mal runter. Ja. Oh, Alter, bei mir ist das Leute. Ah, ich bin gehittet. Oh, fuck. Da ist diese scheiß Bombe. Ja, ich seh's. Okay, aber wenn wir die jetzt kaputt machen, dann wissen die sofort, dass wir da sind. Wenn da jetzt welche sind, dann werfen sie wahrscheinlich 100 pro irgendwas rein oder so. Oh nein, jetzt kommt der andere. Ah, noch. Ja, warte. Kurz abwarten, bis der kommt. Das war jetzt irgendwie kacke. Warum haben wir uns beide verfolgt, ey? Ehrlich. Nee, aber da dürfen wir da jetzt nicht durch. Nee, also da können wir nicht durch. Das geht nicht. Komm halt her, du scheiß Gepanzerter. Schau du lieber mal rückwärts, nicht dass du da. Nee, die können ja auch nicht vorbeigehen. Ja, die könnten ja vielleicht schießen oder so, wenn sie da unten stehen oder so. Läufst du gerade? Nein, ich hab gerade gekämpft. Achso, ja gut, aber du bist zum Kampf hingelaufen, oder? Gut. Ja. Ja, vielleicht sind die auch verreckt. Oder vielleicht war der auch allein und verreckt. Ah, vielleicht hat einer unten gekämpft.
Das kann jetzt sein, dass wir gegen die dass du den gekillt hast. Also, dass zwei gegen die gekämpft haben. Der eine ist bei dem Kampf verreckt und den anderen hast du erschossen. Und dann kam nächstes Team und da genau das gleiche. Man weiß es ja nicht. Ja, es könnte oder das sein. Oder die zwei haben einen gekillt, einer ist durch den Monster gekillt und du hast die anderen beiden gekillt. Weißt du, wie ich meine? Ja, das kann schon alles sein in dem Spiel, ne? Also nichts ist unmöglich. Kann man das kaputt machen eigentlich mit einem Messer oder ja. So? Ja. Du kannst auch mit der Waffe dagegen schlagen. Aber da verliert man Leben, oder? Nee. Wie ist Nahkampf nochmal? Einfach nur linke Maustaste. Link. Alter, ich bin gerade leicht nervös. Ich trau mich das auch gar nicht wegzumachen, weil ich hab Angst, dass die uns am pushen irgendwie. Ich hab Angst, dass da gleich eine Dynamitstange herkommt. Das ist halt genau das, die perfekte Strategie hier. Weil ich muss Ausdauer tanken. Ich will da nicht. Boah, da raus, da bist du. Wenn die einfach nur dort auf die Tür zielen, ne? Das ist halt, es bräuchte mir so eine Blendgranate oder sowas. Oh, das wollen wir wirklich da rein, ich habe so ein ungutes Gefühl. Wir könnten auch bei dieser eine Schräge da reingehen. Aber da sieht man es auch relativ schlecht rein, also da ist es dunkel und sowas. Ja, die müssten wieder solche Leute sein, die sich gar nicht bewegen, ne? Das kommt mir langsam komisch, weil so das da echt noch. Ich komme da nicht mehr hin. Alle sind die so geduldig oder. Es fuckt mich gerade ab. Mich auch, richtig hart. Weil in dem Spiel gibt's echt Spieler, die so geduldig sind wie wir. Das ist. Ja. Nee, die sind. Da gibt's echt noch geduldigere Spieler, weil ich meine, wir sind ja eigentlich gerade ungeduldig. Wir hätten auch oben einfach gammeln können und warten können. Ja. Oder sind die einfach die Spawn, die Gegner, blöd gesagt, ey. So langsam. Vor allem die anderen, die rumgeschossen haben vorhin, wo sind die? Das waren noch zwei Schüsse aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Wo sind die auf einmal? Bleiben die? Hey, die werden schon warten, bis jemand die Beute aufgehoben hat. Die werden genauso in der Gegend warten, glaube ich. Sag oh, ich. Oh, das kann nicht sein, dass jeder so geduldig ist auf in diesem Spiel, oder? Nee, ich glaube, hier traut sich kein Mensch runter. Ich hätte gedacht, das wäre unsere Stärke eigentlich, dass wir immer relativ geduldig sind. Ich glaube, in dem Spiel jeder, der das spielt, ist relativ geduldig, weil ich glaube, in dem Spiel musst du erfahrener, glaube ich. Wow. Jetzt ist das Ding, jetzt müssten wir fast beide gleichzeitig runtergehen, einen nach links und einen nach rechts dann. Wenn ich das letzte Ding wegmache. Ja. Wo möchtest du links oder rechts? Ich guck. Ja, ist weg. Warte, ich muss Ausdauer tanken. Ja. Bist du neben mir? Nein. Okay, du läufst links, ich rechts. Okay, 3, 2, 1. Noch nichts? Lol. Da ist auch nochmal Stacheldraht. Also da runter kommen sie schon mal nicht, anscheinend. Alter. Ich seh die Beute. Aber wenn doch hier jemand wäre, hätte er doch da eigentlich irgendwie hingezielt oder so. Hier ist der Fahrstuhl, der wäre gar nicht mehr so schlecht gewesen, der Fahrstuhl. Ja gut, das hört man aber auch richtig. Ja gut, aber wenn du nicht weißt, dass der Fahrstuhl da ist. Ich könnte richtig schön. Das. Okay, die haben eigentlich hier alles relativ gut, Glück gesagt, verdrahtet, dass man hier nicht so gut angreifen kann. Darum irritiert es mich gerade, dass die Dinger nicht bewachen. Ich guck schnell. Oben sind zwei. Oben. Oben, okay, warte. Also, das sind anscheinend andere Spieler. Komm zu mir schnell. Dann kannst du dir die Beute holen. Dann schau selber. Ich mal aber auch ganz schön wieder nach hoch irgendwie, ne? Oh Gott. Ich zieh schnell auf diese Tür, wenn du sagst, sie können keinen anderen Weg reinkommen.
Ja, also das weiß ich nicht. Ach, hier wäre das Fahrstuhl, ne? Gut, jetzt sind vier unten. Die zwei sind da hinten. Also auf 30 ungefähr, ne? So, wir könnten also theoretisch zum Ausgang sprinten. Aber Richtung 200 oder sowas, wo der Ausgang ist, sind auch Schüsse hergekommen worden, also. Hinter uns. Auf C270. Jetzt sind wir hier unten und müssen verteidigen. Shit. Aber es kann sein, dass die hier umran und ich. Eieieiei. Immer noch 280. Ich habe nur noch eine Sicht. Ich spar ein bisschen auf. Ja, spar du für den Kampf auf, würde ich sagen. Sollen wir hochgehen? Haben wir da bessere Chancen, wenn wir wie die anderen letztens rausrennen, wegrennen und dann nach hinten zielen? Aber die sind jetzt Richtung 280, also genau da, ja, die wo der Ausgang ja, ist. So. Ja, so ungefähr, ja. Oder wir könnten auch Richtung also 60 so Grad hochlaufen zum anderen Ausgang, aber da müssen wir halt über die komplette Karte laufen. Boah, Alter. Da dachte ich lieber in die andere. Oder da, oder Richtung 90 Grad da zum anderen Ausgang. Lol, der schreibt einer im Chat links. Und er schreibt irgendwie öffentlich. Was schreibt der? Ich sehe das nicht, ich habe das deaktiviert. How do you know? Ah, they aren't moving. Lol. So eine Pfeife. They aren't moving? Was? They? They are moving, meinst du, oder? Ja. Aren't. Also sie bewegen sich nicht. Wir bewegen uns nicht? Ich finde, wir bewegen uns eigentlich relativ viel immer. Soll ich mein letztes Mal aufbrauchen, um einen neuen Status zu holen? Hm. Können jetzt mal ganz kurz gucken, ja. Mach. Oh, Alter, ganz nah auf 330. Irgendwie direkt über uns anscheinend. Okay. Ja, die sind wahrscheinlich da beim Aufzug. Ich frag mich gerade, ob ich hier diesen Aufzug runterholen soll. Nee, 300. Na gut. Das kann sein. Aber das hören wir, wenn die Aufzug kommen. Jojo, das schon. Der wäre ja instant tot, der Typ. Könnten wir so wegballern. Aber ich könnte ihn ja schon mal runterschicken. Können sie nicht runterkommen, sozusagen. Aber könnte nee, das wäre aber eigentlich gar nicht mehr so schlecht für uns, weil da kann nur einer rein. Und das hören wir, also ich finde das gar nicht mehr so schlecht. Lassen oben. Wenn sie es machen, wenn sie so doof sind. Aber das Ding ist, die werden. Wir, die haben die Zeit, ne? Ja. Gut, also es sind zwei da. Mindestens. Komisch, dass die eigentlich auch die ganze Zeit da waren, wahrscheinlich. Aber nicht runtergegangen sind. Aber wo sind wieder die anderen Spieler, die diesen Meuchler gekillt haben? Ich hab keinen Blasen bei uns. Vielleicht waren es wirklich die, die du gekillt hast. Hier liegt vielleicht. Glaubst du, das andere ist dann hochgekommen zum Wiederbeleben? Also, das kann ja fast nicht sein, wieso sollte denn dann. Oder einer hat gekämpft, der andere hat beschützt. Weißt du, einer. Ja, und. Dann der andere ist hochgelaufen, um den anderen vielleicht wiederzubeleben? Nee, aber der ist ganz aus einer ganz anderen Richtung. Nee, gekommen, den also. Einen hast du gekillt, der andere gekämpft, ist dabei raufgegangen, weil gegen den Assassinen alleine würde ich jetzt auch nicht kämpfen wollen. Du weißt, dass man beim Assassinen schnell stirbt, wenn er einfach mal so einen Pfeil nach dir wirft und du hast kaum noch Leben? Ja. Ist vorbei. Oh, shit. Ich laufe, ja. Oh, Digga. Das war gerade so laut, ich habe mich aber auch nicht getraut umzudrehen jetzt. Wie im Horrorfilm. Ja, so. Trans-Jungs. Shit, ey, vor allem ich habe jetzt auch keine Sicht mehr oder so. Ich überlege gerade, ob wir hinten bei der Rampe rausgehen sollen, weil da können wir auch ein bisschen hoch aimen und so. Genau, bei der Rampe ist der Stacheldraht. Ne, ehrlich? Ja, das habe ich ja gemeint, genau da ist der Stacheldraht bei der Rampe. Ach so, und dann gäbe es den Aufzug und diesen Gang noch. Gibt es noch einen Weg hier rein? Nicht, oder? Ich weiß gerade nicht.
Also Aufzug, Rampe, dann die Treppe, wo wir runtergekommen sind und... Ich glaube, eventuell gibt es da noch einen. Also vielleicht ein bisschen aufpassen, dass vielleicht von links doch keiner kommt oder so. Oder was, da könnte ich eigentlich ein bisschen hinschauen. Soll ich auch nochmal gucken? Nee, solange sie nicht angreifen. Vielleicht, okay, was tust du? Ja. Gut. Ja, vielleicht, weil du könntest dir was für die Flucht aufbewahren, weißt du? Ja. Oh Gott, das ist gerade irgendwie gleichzeitig spannend, aber gleichzeitig langweilig, ey. Das wird wieder so eine Folge mit Überlänge. Ja, wir haben halt jetzt oben die ganze Zeit drum gewartet, jetzt warten wir unten rum. Ja, das ist aber, weil jeder so geduldig ist in dem Scheißspiel, Alter. Können wir nicht einfach runterrennen und dann gibt's einen Kampf und entweder sterben die oder wir. Aber wir werden schön doof, wenn wir da hochrennen. Ja, gut, vorhin haben wir gesagt, wir werden ziemlich doof, wenn wir runterlaufen. Ja, aber da war es so ein bisschen, ich war mir nicht sicher, ob wir runterrennen sollen, weil was ist mit dem passiert, die ihn gekillt haben, ehrlich gesagt. Aber wären wir gleich runtergerannt, hätten wir uns die Beute geholt. Hast du einen anderen Ausgang gefunden? Wie einen anderen Ausgang? Ja, keine Ahnung, statt, weil ich habe ja die Treppe hier und auf was achtest du eigentlich? Im Fahrstuhl, oder? Ja, aber eigentlich müsstest du, hast du es gerade gehört, wo ich gekuppelt habe? Nee. Also hör noch mal kurz hin. Ja, das höre ich. Na gut, also kann ich eigentlich kurz woanders hingehen, oder? Was müsstest du ja eigentlich können? Warte, ich schau noch mal ganz kurz ungefähr zu. Buddy hier. Alter, der schreibt wirklich, jetzt habe ich's gesehen. 180, die sind direkt über dir. Ach so, den Chat sieht man nur, wenn sie in der Nähe sind. Oh mein Gott. Das kann sein, ja. Buddy hier. Also sie sind eher in der Nähe von der Treppe. Aber das heißt schon mal, dass sie nicht miteinander spielen. Also die kommunizieren nicht. Also sie können nicht miteinander reden. Nur mit Chat, ja. Nur mit Chat. Also die haben den Körper gefunden. Die zwei Körper, die wir gekillt haben. Ah, hier geht's nach oben. Also ich schaue jetzt bei der Rampe ein bisschen. Ja, aber ich dachte, da ist der Stachel dort. Ja, aber die können ja trotzdem da runterkommen. Okay. Sollen wir das durchziehen bis zur letzten Minute? Der Daten zum Bildschirm. Nee, 20 Minuten möchte ich da jetzt nicht warten, ganz ehrlich. Naja, gut, aber wenn die nicht angreifen, wenn die sagen, pff. Ja gut, aber wenn die Sekunden ablaufen, verlieren wir den Jäger. Und wenn wir jetzt dabei sterben beim Abhauen, ist auch weg. Ja, und da verlieren die aber auch. Okay. Also das ist jetzt so eine Frage. Ob wir da jetzt echt 20 Minuten warten sollen? Ich weiß nicht, weil ich will nicht hochgehen. Das ist wirklich, das sehe ich nicht ein. Warum soll ich mich jetzt abfahren? Diese müssen uns angreifen, ganz ehrlich. Wieso soll ich wen angreifen mit Beute? Das ist schon immer so gewesen in dem Spiel, das ist eine Naturregel. Die wollen die Beute, die müssen uns angreifen. Warte, ich schau nochmal ein bisschen rum, ob es da vielleicht noch einen Eingang gibt oder so. Ich trau dem Frieden nicht. Vor allem die Fetten greifen es auch nicht aus Versehen an oder so, ne? Moment, oh ja. Wo ist hier? Oh lol, hier ist eine Treppe, Leiter. What the fuck? Sollen wir da rausgehen? Kann man da gut rausgehen? Aber dann wären wir halt Richtung 345. Ja, aber ich glaube, damit rechnen sie vielleicht nicht, wenn wir. Ja, eben. Dann wären wir draußen, ja. Ich komme mal zu dir. Damit. Bleib mal da, wo du bist. Okay. Weil genau hier wird eine Treppe hochgehen. Oder Leiter, besser gesagt. Ich könnte jetzt noch mal gucken, wo sie sind. Ja, schauen wir kurz. 300. Die könnten bei der Rampe sein. Geh hoch.
Gold, wo sind wir hier denn? Sollen wir gegen die kämpfen oder sollen wir abhauen? Abhauen. Abhauen, gerade weg. Schon. Die sind hinter uns, hinter uns! Jo, daneben geschossen. Ja, dann kommen, dann verschanzen. Ja, dann ich auch, aber dann verschanzen wir uns und kämpfen gegen die bei. Ja, aber ich versuche gerade. Wir haben Langdistanz, machen wir gute. Richtung 240. Oder hier bei dem Wald? Bisschen in den Sumpf reinlaufen, ja. Und dann hier jetzt nach hinten. Ja, hier, hier ist immer. Oh Gott. Jawohl. Ja, doch, geht doch nicht, oder? Achtung, das ist ein Feuerteufel, pass auf. Oh nein. Das ist nicht gut. Dann sollen wir lieber weiter. Hier, links, 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 links. Achtung, da! Ganz links. Da. Er hat mich erwischt. Aber ich habe ihn getroffen. Ich bin auch, er hat mich auch getroffen. Ich muss mich kurz heilen. Ich schau kurz eh. Sind beide hier. Die pushen gleich. Hab getroffen. Ich hab ihn geschossen. Ein Headshot. Einer ist tot. Ein Headshot gemacht. Vorsicht, Feuerteufel. Oh nein, nicht gut. Ins Wasser rennen, bringt das was? Ins Wasser. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser. Wir dürfen nicht nebeneinander laufen. Wir müssen, ist wenn ja, wir, ja, ja, weil, weil ihn ja, wiederbeleben will. Weil die kämpfen gegen den und die wollen ihn wiederbeleben. Also abhauen einfach nur. Das einfach war, abhauen jetzt, ja. Wo ist der scheiß Ausgang? Nice. So, Richtung, Richtung 255, 270. Durch die Lücke dadurch. Mhm. Näher, doch, ja, durch die Lücke. Ah. Oh, dieses langsam durchkriechen, das geht aber gar nicht. Ja. Drüber springen. Oh, da lang. Da lang. Soll ich nochmal gucken, oder? Ja, warte, wenn wir vielleicht da sind. Fuck, wo ist das? Fuck, wo ist das, Mann? Oh nein, ah, da ist das Schiff. Ach du Scheiße. Oh, bitte kein Wasserviech. Schaust du mal nochmal kurz nach hinten. Nichts orange, aber es heißt gar nichts. Na gut. Also ich habe keine Sicht mehr. Gehen wir schnell hinter das Bötchen. Oh. Komm, 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 komm. Da sind wir sicher eigentlich jetzt. Ja. Ich muss mir noch kurz heilen. Sicherheitshalber. Boah, das war perfekt gerade. Warte, ich schieß mal ein bisschen. So, damit die Angst haben, oder? Ja. Oh, geil. Oh, geil. Jawohl. Boah, wir sind aus der Scheißsituation rausgekommen, Alter. Boah. Geil, boah, ich hatte so eine geile Position. Ich habe beide Leute gesehen. Der eine war so, der ist ganz, ich hätte beide anschießen können. Aber ich habe nicht geschossen, weil ich dachte mir, jetzt verrate ich mich nicht, weil die hin und her gelaufen sind. Und der eine, als er dich anvisiert hat, ist kurz stehen geblieben und dann habe ich ihm voll den Headshot gegeben. Ach, und dann bin ich gleich zurückgelaufen. Aber dadurch war ich halt, weil ich so nah an dem Ding war, an dem Feuerteufel, das habe ich total vergessen gehabt in dem Moment. Boah. Ah, da hatten wir Glück. Der hat uns irgendwie nicht verfolgt, sondern er hat mir richtig Glück. Der hat mir richtig, richtig Glück. Oh, Alter, die Runde, die war's. Und ich glaube, der eine war noch voll im Problem, weil der wurde vom Feuerteufel angegriffen und der Kollege war tot. Und ich glaube, du bist eher dran, den Kollegen zu wiederzubeleben, bevor du alleine die anderen zwei verfolgst. Ja. Und vielleicht hat er auch eher gedacht, dass wir da vielleicht eher die Leiche abkämpfen und sowas, weil dann er auch eher defensiv. Ja, aber wir sind dann gleich weitergerannt. Ja klar, sobald du einen hast eigentlich, der will natürlich den wiederbeleben, ne, und dann gleich weghauen. Ja. So eine Ablenkung in der Art, dass er nicht mehr hinterher rennt. Boah, geil. Ach, richtig geil. Die Runde war zwar viel mit Warten und Verschanzen und Geduld, aber das hat das Spiel mal... Geduld hat sich endlich mal wieder ausgelohnt. Ja. Also ich glaube, vor allem, dass du die Leiter dann gefunden hast, das war Gold wert. Ich glaube, wenn wir woanders rausgegangen, ne, dann wäre das nicht so gelaufen. Alter, das war aber eine komische Runde, ne? Wir sind eigentlich gespawnt, zwei Jäger gekillt, der Boss war direkt bei uns. Ich fand's Monster getötet, drei. Das ist dieses Spiel, was ist da passiert? Wieso haben wir zwei Leute gekillt, die separat voneinander, also die haben irgendwie nicht zusammengehört, also wir konnten beide nicht abfackeln und dann fackeln wir die ab und können sie trotzdem looten. Dann ist der Assassine schon gekillt worden, aber keiner mehr ist unten. Und kein Mensch rührt sich mehr, dann gehen wir runter, dann sehen wir da irgendwo welche und dann. Krank, krank.
I'm noch krank. Ja, das macht das Spiel aber irgendwie so besonders, muss ich ja, sagen. Also ja, keine Runde ist irgendwie gleich. Man nee, muss so ungewissen und sowas. Das und du kannst nie sagen, ja, das ist jetzt so, weil so, nee. Das ist immer anders. Das ist ganz ehrlich. Das langsam wundert mich bei dem Spiel gar nichts mehr. Ja. Aber ich dachte eigentlich gern diese Folge jetzt mal beenden, weil die ist eh schon so lang. Ja. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, darf ich sagen. Jo. Bis dahin. Tschüss. Ciao.